So ein Samstag und die letzten zwei Bewohner des Aquariums ziehen gerade ein. Es handelt sich dabei um zwei Entlerguppi-Männchen. Der Schwarm ist wahnsinnig interessiert an dem. Sie selber sind gerade ziemlich blass und ziemlich aggro. Ich hoffe, das groovt sich dann gleich ein. Sie sehen ganz hübsch aus, aber sie müssen sich jetzt erstmal akklimatisieren, bevor es hier richtig losgeht. Und sonst haben wir sehr viel Alge gerade und ich denke, das liegt daran, ich hatte wieder den Wasserzulauf geändert, weil die Fische mit diesem Zulauf viel schöner schwimmen und sich wohler fühlen. Das merkt man auch, dass sie mehr im Schwarm bleiben. Während wenn das aus dem Loch da kommt, eine Wahnsinnsströmung ist. Aber offenbar sorgt das dafür, dass weniger Algen sind. Naja, warten wir jetzt erstmal auf die beiden hier. Die sind schon ganz aufgeregt. Einkauf ist auch geschafft. Wir richten uns jetzt hier ein. Mein neuer Tee ist angekommen, grüner Tee. Ich mich letzte Woche, die war so eine Probe bei, als ich letztens diesen schwarzen Tee bestellt habe. War so eine Probe dabei und hat mir ganz gut geschmeckt, deswegen habe ich jetzt noch mal grünen Tee bestellt. Und jetzt haben wir gleich Wochenende. Sonntag und das Aquarium hat eine Reinigung bekommen. Ich bin allerdings nicht so glücklich mit dem Ergebnis. Ich habe wieder recht viele Algen. Ich werde trotzdem die Lüftung so eingestellt lassen. Ja, der neue Guppi ist ganz aktiv. Hallo. Das ist jetzt erstmal erledigt, da haben wir wieder Ruhe. Ich habe auch ein paar Pflanzen gekappt und an anderer Stelle eingepflanzt, damit das alles schön zuwuchern kann. Hier klebt so ein Antennenwels. Aber jetzt gerade ist eigentlich Kochen angesagt. Heute gibt es Züricher Geschnetzeltes, da ist schon alles vorbereitet, viel Pilz. Und Mehl und Reis kocht da hinten. Hier ist schon ein bisschen Fallleisch und in dieses Bratfett kommen jetzt die Pilze. Da hatte ich großes Glück und habe Austernpilze bekommen. Also nochmal so ein chilliger Sonntagabend hier, bevor die Arbeitswoche wieder startet. Aber wir haben alles mitgenommen. Wir sind über eine Stunde, ich glaube anderthalb Stunden spazieren gegangen heute. Mein Rücken ist völlig gestorben, aber es soll ihm ja helfen. Und es war herrlichstes Wetter, es war so richtig schön und gerade eben ist zum ersten Mal die Fledermaus über den Balkon geflogen. Sie ist jetzt auch wieder da. Das erkennt man auch daran, dass vor zwei Tagen unfassbar viele Mücken aus der Dachrinne geschlüpft sind. Sie hat also jetzt Hunger und ein Festmahl, genau wie wir, wenn ich jetzt hier weiter koche. Das ist jetzt auch die letzte Woche mit Züricher Geschnitzelchen und Reis und Co. Denn ab nächster Woche will ich wieder kohlenhydratarm kochen. Und ich habe auch kein Eis gekauft, als wir einkaufen waren, unglaublicherweise, total krass. ja, das kombiniere ich dann mit meinem Sport und versuche aus mir so bis, ich würde sagen, Mai wieder einen Menschen zu machen. Das ist der Plan. Ich finde die Abendroutine. Was machst du denn da? Weil? Damit wir dann da kostenfrei Madman gucken können. Cool. Man kann sich auch das schönste Sofa kaufen, wenn man ein Strickfreak ist. Und Rücken hat, endet es so. Am schlimmsten ist der Kuchen da. Hintergrund zu diesem unglaublichen Chaos, also um das mal eben aufzuschlüsseln, was ich hier momentan alles mache. Diese Decke war ja schon fertig. Dazu gehört aber ja noch die zweite, die ist noch nicht fertig. Zwischenzeitlich hatte ich mit der aufgehört und die nur kurz angefangen und bin dann total eskaliert und bin recht weit gekommen. Das ging ziemlich schnell. Dann habe ich allerdings, genau, dann war die graue Wolle alle, da musste ich die nachbestellen. Und weil ich keine Lust hatte, hier weiterzumachen, habe ich dann angefangen, dieses Kissen zu machen. Hier ist auch schon der Reißverschluss. Dafür habe ich die braune Wolle von dieser Decke benutzt. Dann kam die graue Wolle an und dann war die braune Wolle leer, weil ich die dafür benutzt hatte. Und weil dafür noch die Rückseite fehlte, die hängt da hinten über der Lehne, brauchte ich neue braune Wolle, um das erstmal fertig zu kriegen. Jetzt ist die braune Wolle gekommen. Das ist nicht diese Wolle. Das ist diese Wolle da auf dem Dings. Jetzt habe ich aber gestern oder vorgestern diese Wolle bekommen.
Das war so ein Schnäppchen, die ist mir so untergekommen und deswegen habe ich da gleich zugeschlagen, weil ich auch eine schöne Anleitung dazu gefunden hatte. Nämlich den Lotilda-Cardigan, Quatsch, nee, nicht den Lotilda, welcher ist das denn? Der Kim-Cardigan von Lotilda, so. Damit habe ich heute angefangen. Das war sehr kompliziert, bis ich mich da reingedacht hatte. Hier habe ich auch schon ein Loch fabriziert. Denn ich bin jetzt hier mitten in den verkürzten Reihen, während gleichzeitig zwei provisorische Maschenanschläge gemacht werden mussten, die später auch wieder mit irgendwas verbunden werden. Das hat mich jetzt die letzten 2 Stunden gekostet. Und das Ergebnis daraus, es ist ein Samstag, wir waren einkaufen und das hier ist jetzt die Kaffeepause, ist dieser Horror, inklusive meiner ödeligen Hausschuhe. Dafür gab es wieder schöne neue Blumen, beziehungsweise die vom letzten Mal habe ich auch noch mit untergebracht. Die sind ja auch so schön gewesen. Dann ein paar Disteln und den Rest noch und alles so gemischt, richtig schön. Und momentan bin ich echt total auf Tee. Da hatte ich mir zum einen diese Teekanne gekauft von HK Living. Die haben so eine coole 70s-Serie, wo das alles so in so einem 70s-Look, aber alles so steingut ist. Da habe ich, glaube ich, 5 verschiedene Becher, wobei ich die Hälfte davon über eBay Kleinanzeigen geholt hatte. Außerdem habe ich mir noch dieses Stöfchen von Amazon bestellt aus Holz. Das ist total toll, das trage ich immer rum. Das habe ich mal im Büro stehen, mal hier. Es passt in jeden Raum gut rein, ist irgendwie nett. Auch recht windgeschützt, dadurch, dass das alles so dick und hoch ist, kann man überall hinstellen. Und ist irgendwie mein neues Hobby, Tee trinken. Ich habe erst mit schwarzem Tee angefangen, aber da habe ich doch recht schnell gemerkt, wenn ich da so eine ganze Kanne mache, dann bin ich relativ schnell total... Ja, und das bin ich ja ohnehin schon, deswegen habe ich dann doch auch grünen Tee besorgt, den ich übrigens beide Teesorten über die Teekampagne bestellt habe, weil die im Gegensatz zu allen anderen Herstellern, die das 50.000 Mal erst über den Großmarkt, dann über den Händler, dann über den Lieferanten, dann über Dingsbums 50.000 Mal verpacken, auspacken, neu verpacken und am Ende 5 Euro mehr nehmen, weil sie das alles machen mussten. Das finde ich ökologisch gesehen schwierig und auch blöd, weil es dann teurer ist. Also bestelle ich einfach direkt über die Teekampagne, die nehmen das direkt aus Indien oder woher auch immer und Punkt. Dafür gibt es auch nur 3 Sorten und das ist dann ja auch okay. Ja, ansonsten läuft im Hintergrund heute mal wieder klassische Real-TV-Fernsehdoku. Ja, so ein Fisch. Zur Entspannung, weil ich kann nicht richtig zugucken bei diesem äußerst komplizierten Strickprojekt. Ja, dürfte aber recht schnell gehen bei der dicken Wolle 10er Nadeln. Es wird bestimmt nicht lange dauern. Ich versuche mal von diesem Piepton möglichst viel Abstand zu halten. Ich hoffe, das gelingt mir. Oh, ich habe die ganze Zeit nicht gefilmt. Ja. Bevor ich gemerkt habe, dass ich nicht filme, haben wir über die Kumquat da hinten geredet. Ja, sie ist irgendwie... unglücklich. Ja, das könnte ihr ein bisschen zu dunkel sein. Da muss man, glaube ich, durch, weil trocken ist sie nicht. Ne? Die Blätter sind ja auch okay. Sie verliert sie halt nur. Also ich sag dir, Zitruspflanzen haben einfach in diesem Raum keine Chance. Das ist halt auch schwieriger. Dienstag. Ich war halt bei der Zahnreinigung. Wahrscheinlich ist jetzt ganz viel Erdbeere drin. So Erdbeeren gekauft. Das war sehr langwierig und natürlich auch unangenehm. Aber sie war sehr akribisch. Das fand ich richtig gut. Ich habe keine Ahnung, was von dir jetzt drauf ist. Das fand ich richtig gut. Bis gleich. Und da habe ich mich auch noch mal so ein bisschen beschnackt mit dem Doktor. Ich war ja kürzlich beim Implantatarzt, ich glaube, das Wasser kocht stark, eben runterstellen, habe ich, glaube ich, erzählt, weil ich ja eigentlich meine lustige Lücke hier, sehr hässlich, da wollte ich ein Implantat haben, da warte ich schon seit 15 Jahren drauf auf diesen Moment und wollte das jetzt initialisieren. Da sagt er zu mir, er braucht ein 3D-Bild, um erstmal zu eruieren, was da ist, was ich ja auch grundsätzlich nachvollziehen kann. Das Problem ist nur, er sagte schon anhand des Röntgenbilds, dass meine Kieferhöhle, dass das da sehr dünn ist, die Trennschicht. Und als ich nur Kieferhöhle hörte, war bei mir eigentlich schon wieder Schluss, nachdem ja auf dieser Seite der Kiefer aufgerissen wurde beim Zähneziehen letztens. Und ja, wir wissen ja, was danach gefolgt ist. Deswegen ja, habe ich heute mal mit meinem Zahnarzt gesprochen und habe ihn gefragt, was ist da mit Brücke? Weil beide Zähne neben der Lücke sind sowieso gefüllt. Ich habe eine Zahnzusatzversicherung, die Brücken und Implantate und so großartig übernimmt, sofern die Bedingungen alle stimmen. Und ich dachte, vielleicht ist eine Brücke für mich eher das Richtige. Da werde ich jetzt mal dranbleiben, mal gucken.
Ansonsten wird hier gerade gekocht. Es gibt Fisch und Nudels. Und dann ist Feierabend. Und ja, das ist die spannende Situation dieses Abends. Läuft so richtig. Also hier ist so richtig, das sind Action-Vlogs. Das ist so, da darf man auch keinen verpassen. Mein Leben ist gerade so langweilig. Aber wir bleiben dran. Au! Übrigens mal nebenbei, es wird jetzt wahrscheinlich arg flackern hier. Ich bin mir da immer nicht so sicher bei dieser LED-Leiste. Aber die Küche ist jetzt tatsächlich als einer der, na, wenigen Räume würde ich nicht sagen, aber als einer der Räume fertig. Also wir hatten ja direkt zu Anfang viel hier gemacht von, keine Ahnung, Messer, Brett, so keine Ahnung. Aber jetzt ist es hier eigentlich so, wie es bleiben soll. Also sowohl was die Lichtgestaltung angeht, den Fernseher, die ganze Tüdelei, die hier so steht, Tee und Hietl und noch mehr Tee und Zucker und weiße Erdbeeren, was übrigens mega verrückt ist. Der ganze Kram, also das ist jetzt eigentlich, ich denke, so wird es bleiben. Also wieder ein Raum, den man als wir sind hier eingezogen bezeichnen kann. Die Sitzecke ist ja von Anfang an mit eingezogen. Hier sind unsere schönen Plastikschlappen, mit denen wir immer auf den feuchten Balkon gehen, weil es ja immer nass ist draußen in Deutschland, zumindest in Bremen. Ja, und hier ist noch die offene Waschmaschine, die gehört natürlich eigentlich zu mit dem Vorhang davor, aber heute habe ich gewaschen, deswegen lasse ich sie immer gerne noch ein bisschen auslüften. Und hier haben wir Labello, Wein und Wasser. Alles, was Anne-Laura zum Leben braucht.